Ja, danke erstmal. Ja, vorweg zu dem Spiel, bevor ich zu dem Spiel einfach geil hier in Delmenhorst. Wir haben uns so richtig riesig gefreut, hierher zu fahren. Und dann noch das Ergebnis für uns natürlich. Toller Sonntag. Ich denke auch, dass das absolut in Ordnung geht, so wie es ist. Wir waren darauf eingestellt, was uns hier erwartet. Zu Beginn des Spiels, dann auch nach der Pause. Unsere Jungs haben ja gar nichts zugelassen. Immer wieder gefährlich durch Einwürfe, durch Eckbälle. Aber, hatte ich vorhin schon zu den Pressekollegen gesagt, wir hatten das letzte Woche auch gegen Hiesling und also waren wir gut trainiert, was das anbelangt. Gegen Hiesling wurde auch immer nur weit eingeworfen und weit reingeschlagen. Wir haben am Anfang des Spiels noch ein, zwei Situationen, wenn wir konzentriert an den letzten Pass spielen, können wir in Führung gehen. Dann geht es vielleicht noch einfacher, aber am Ende des Tages denke ich, dass das für uns so in Ordnung geht und auch verdient ist. Unsere Jungs haben das echt tapfer gemacht. Ja, danke schön. Olaf, dein Resümee zum Spiel? Ja, erstmal Glückwunsch an Arminia Hannover, ganz klar, zum verdienten 3:0. Ja, fällt mir natürlich etwas schwer, Worte zu finden nach so einem Spiel. Bin natürlich tief enttäuscht, dass wir heute so eine Leistung abliefern konnten, die wir gebracht haben. Gerade im Rückblick auf das Spiel beim HSC haben wir uns hier natürlich viel mehr erwartet und haben schon uns erhofft, dass wir eine bessere Leistung bringen können. Wir sind aber von Anfang an oder konnten uns von Anfang an das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen. In keinster Weise und dementsprechend sind wir auch mehr hinterhergelaufen, als dass wir Zweikämpfe gewonnen haben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann kurzfristig mal das Gefühl gehabt, dass wir ein bisschen mehr Zug nach vorne kriegen. Aber dann fiel er doch mit dem 1:0. Danach sind wir überhaupt nicht mehr ins Spiel gekommen und ein hochverdienter Sieg von Arminia. Und Enttäuschung ist natürlich da. Trotzdem müssen wir die Köpfe hochnehmen und die nächsten Aufgaben dann in Augen nehmen. Danke. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen der Presse? Jo. Ja. Soll ich nach vorne kommen oder einfach reinrufen? Euer größtes Problem war auf dem Spiel, klar, 3 Gegentore, aber im Grunde genommen habt ihr keine Torchancen kreiert im ganzen Spiel. Ein Freistoß nach der Pause, 1-2 kleinere Chancen, aber im Prinzip keine Großchance in 90 Minuten. Ja, genau. Ja. Dann, wie war denn die Idee, welche zu kreieren oder woran ist es, hat es gelegen, dass das nicht funktioniert hat? Ganz andere Aufgaben vorgegeben. Wir wollten schon vorne relativ früh attackieren, den Gegner unter Druck setzen, haben wir gut gemacht. Das sind wir gar nicht zugekommen. Und von daher sind wir gar nicht in diese Presssituation gekommen. Dementsprechend konnten wir auch keine Torschancen kreieren. Woran es 100% gelegen hat, kann ich auch nicht sagen. Da muss ich mir auch mal das Spiel nochmal zu Gemüte führen. Aber natürlich, egal. Egal, ob vorne oder hinten. Wir haben hinten auch ganz Bälle nicht löschen können. Ja, sind da nicht mehr bei den wir haben vorne keinen Zug zum Tor gehabt. Und dann ist es einfach zu viel. Das hat 100 Euro gekostet. 100 Euro! Aber es wird aber schon. Ja, dann viel Glückwunsch nochmal in der Heimfahrt und alles Gute für die Saison. Ich sage gerade, aber ist das so, dass ich da nicht so.